So, nach fast 8 Stunden Fahrt angekommen. Jetzt ist Sonntag, hier ist natürlich nichts los. Wir hängen jetzt den Anhänger ab und morgen früh geht es hier dann schon los. Ich bin sehr gespannt. Also wir beim Strahlberg Deluxe haben uns auf das Schonen der Entlacken für Oldtimer-Karosserien spezialisiert. Ich bin Robin und ich bin im Strahlwesen, sage ich mal, bin ich jetzt seit gut 17 Jahren unterwegs. War in einem großen Industriestrahlbetrieb angestellt und hatte da auch viel Spaß. Und irgendwann kam das Thema Oldtimer, weil es unsere persönliche Leidenschaft ist und wir sehr affin sind, kam es dazu, Mensch, wir müssen das irgendwie anders machen wie andere. Das Sandstrahlen, das sind wir nicht, das ist nicht das, was wir wollen. Wir brauchen einen anderen Weg und deswegen haben wir die Firma gegründet und haben das in Saalfeld begonnen, jetzt hier weitergeführt in Pößneck und haben mit eigenes Objekt, können es hier frei entfalten. Und ich denke, dass man sieht, es macht uns Spaß, ja, wir haben selber Spaß dran und haben ein cooles Team. Ja. Also der klassische Sandstrahler kennt man ja, wenn man da eine Oldtimer-Karosserie hinbringt. Wir hören das jeden Tag von unseren Kunden, von Leuten, oh, ich war da beim Sandstrahlen. Mathis, hast du selber auch gehört in deinen Kommentaren, ich habe es gelesen, bloß nicht zum Sandstrahlen. Also diese Angst ist da und die ist auch verständlich, weil der klassische Sandstrahler, der macht ja aus so einer Karosserie, auf Deutsch gesagt, eine Weltblechgarage. Ja, weil der bringt viel zu viel Energie rein, ist viel zu grob. Der verändert das Gefüge der Oberfläche, wenn man da mit einem, das wirkt dann wie deine Schmiedehämmer auf das Blech und dann hast du ein Dach und das sieht dann so aus. Und unser Verfahren macht es eben nicht. So, der Figaro steht schon in der Strahlkabine drin, auf dem Drehgestell. Es ist auf jeden Fall richtig verrückt, das zu sehen, wie sich das Ganze jetzt rumdrehen kann. Und jetzt wird es auch schon ernst. Was passiert jetzt? Ja, also wir werden jetzt den Figaro entlacken. Wir machen den jetzt nackig. Mhm. Übrigens, Leute, das ist der Figaro. Wir haben da Eliane von der skurrilen Fahrzeug erzählt. Für uns, das sieht man wirklich nicht alltäglich. Und ein ganz, ganz großer Vorteil vom Kunststoffstrahlen ist auch, man verfremdet die Schweißpunkte nicht. Ja. Wenn man jetzt mit einem aggressiven Strahlmedium rangeht, man haut die Oberfläche auf, wenn man dann hier so ein Rathaus wechseln muss zum Beispiel, ist alles original gepunktet ab Werk. Ja. Und wenn man dann diese Punkte gerade mal sieht, weil die verfremdet sind, ist immer blöd. Das ist super. Genau. Und deswegen siehst du jeden Schweißpunkt wieder, kannst du ordentlich aufbohren, kannst Teile abbohren, abnehmen ordentlich und wieder ransetzen. So deswegen empfiehlst du ja auch, dass dann vor der Karosseriearbeit erstmal strahlt, dass man eine ehrliche Basis hat. Wir empfehlen das, gibt auch Leute, die machen es andersrum, aber 90% der Leute machen das erstmal strahlen, dass man eine Basis hat, woran ist man. Es kann nicht immer sein, man bohrt ein Blech runter und so eine Widerrost. Die Gefahr ist immer da. Aber wir haben es heute schon oft gehabt, Leute machen einen Karosseriebau. Sie stecken da hunderte Stunden Karosseriebau rein, bringen das hierher, sind der Meinung, sie sind wirklich fertig. Mhm. Wir strahlen das und tauchen wieder 5-6 Löcher auf. Die sagen dann, oh Scheiße, ich dachte, ich bin fertig. Ja. Und deswegen einmal auf Null eine ehrliche Basis schaffen mit der Karosseriesubstanz und das ist immer gut. Ja. Und wir werden dann sehen, mal gucken, wie das Blech hier unten drunter ist. Ich denke, auf der Seite ist es noch unberührt. Könnte sein, oder? Kann sein. Ich bin mir relativ sicher, dass es auf der Seite unberührt ist. Mathis meint, auf der anderen Seite war mal ein krasser Unfall. Das wird so sein. Ich glaube, die andere Seite sieht gar nicht gut aus. Aber das werden wir gleich rausfinden. Jetzt wird es nämlich spannend. Genau, jetzt geht's ab.
Karosserie ist wieder in der Strahlkabine. Ich habe noch ein bisschen Zeug abgekratzt, also in den Radläufen. Oh, ist laut hier drin. Also in den Radläufen und auch die ganzen Karosserienähte. Ihr habt nämlich gesehen, wie rostig das unter diesen Nähten ist. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass man wirklich diese ganze Karosserie-Dichtmasse an diesen Nähten entfernt. Und jetzt wird nochmal ein kleiner Teil mit Kunststoff weitergestrahlt. Und dann wird die Strahlkabine umgebaut auf Glasperlen und damit wird dann der Rost gestrahlt. Also bis jetzt ist wirklich nur der Lack runter und jetzt geht es dann auch dem Rost an den Kragen. Out here on the street, I'm losing my way. You've gotten to me, and that's my mistake. Some might say I can't get too far without seeing your face. Oh. You gave me your heart and took it away. I'm going underground, going underground. Die Karosse ist fertig gestrahlt und es ist wirklich so krass, wie viel Rost und irgendwelche Reparaturstellen da noch aufgetaucht sind. Also überall, wo man hinguckt, hier ist irgendwie random mittendrin eine Schweißnaht. Also dieses Auto ist definitiv nicht unfallfrei. Was sagst du zum Zustand? Ja, das ist schon echt eine ganz schöne Grotte, würde man sagen. Ja. Geile Kiste, aber da haben schon ganz viele drum gefriemelt. Ja. Ja, und ich habe auch gesagt, also hätten wir das jetzt nicht gemacht mit dem Strahlen, dann hätte man das vielleicht irgendwie oberflächlich die Stellen abschleifen können, die man gesehen hätte und dann wäre das Auto in 4 Jahren Schrott gewesen. Genau, wir hatten es auch gerade davon, dass Karosseriebau vorm Strahlen, nach dem Strahlen, also siehst jetzt hier bei dem perfekte Beispiel, es macht keinen Sinn, nach dem Karosseriebau zu strahlen, weil man deckt so viele Sachen auf, nochmal unterm Lack, wo vorher alles gut aussah. Voll. Also da werde ich definitiv noch einiges zu tun haben, was das Schweißen angeht. Wir können ja auch einmal rumgehen. Also hier ist natürlich eine ganz krasse Stelle, da mache ich gleich nochmal eine Nahaufnahme von. Dann überall ist irgendwie gespottet worden, der hat Streifer gehabt hier. Hier ist mal einer reingefahren hinten. Ne? Die schlimmste Stelle ist, aber das wusste ich vorher auch schon, hier, da ist ja auch ganz, ganz viel Pfusch hier passiert. Ja, also das ist schon definitiv heftig. Ja, Mathis hat es jetzt auch mal miterlebt, wie das Ganze so abgeht. Gerade im Bereich Kunststoff, halt, gehen wir hier rüber, die leiten Körper aus. Hier sieht man jetzt vom Kunststoff dran, wie glatt das Blech eigentlich ist. Der ist völlig unversehrt. Also es hat mit dem normalen Sandstrahl, wie gesagt, nichts zu tun. Hier sieht man die Schmauchspur noch vom Werk, von damals, vom Einschleifen. Also wirklich, hier sieht man die Hartlotnähte schön. Ja, wenn man das jetzt mit einem abrasiven Strahl, mit dem Strahl, ist halt alles weg. Und gerade hier auch, sag mal, hier die Schweißpunkte, die man schön sieht, hier, wo man jetzt, oder hier hinten sieht man so schön, mal das, wenn man hier reinfilmst hier, da siehst du jeden einzelnen Schweißpunkt, ist halt überhaupt nichts rau. Und das macht halt schon Sinn. Gell? Voll. Was auch bei dem Auto extrem war, die ganzen Nähte, war extrem viel Nahtabwischung auf dem Auto. Und die Nähte sehen ja immer gut aus. Gell? Ich habe das dem Mathis auch gezeigt, er hat selber uns gut mitgeholfen. Unser neuer Praktikant. Und unter einer guten Naht, die gut abgedichtet ist, machst du die runter und es ist Rost drunter. Richtig blanker Rost haben wir so oft gehabt bei dem Auto hier. Und wenn wir unterwegs sind auf der Oldtimer-Messen, wir sind überall unterwegs auf Oldtimer-Messen, und wenn da irgendwelche Strahlbetriebe sind und da sehen wir eine blank gestrahlte Karosse und da sind die Nähte noch drin, weil es einfach, es macht wirklich einen Riesenaufwand, die Nähte alle zu entfernen. Habe ich gemerkt. Es macht keinen Sinn, drin zu lassen. Du hast unter guten Nähten Rost drunter, das muss raus. Wir sind da, haben uns das Fahrer geschrieben, wenn wir es machen, machen wir es ordentlich, machen es wirklich alles raus. Und den Riesenaufwand hat der Mathis jetzt auch mal, denke ich, gesehen, was wir uns da hier, ja, wir haben halt auch gute Jungs, gute Mitarbeiter, die da wirklich mitziehen, sonst geht es ja doch nicht. Gell? Ja, die haben heute früh, um 4 Uhr habt ihr gestartet heute, ja. Ne? Damit die hier fertig werden, damit das Ding heute noch zum Lacker gehen kann und ich es morgen schon wieder mitnehmen kann. Also auf jeden Fall ganz dicken Daumen hoch und danke an die Jungs von Strahlwerk Deluxe und jetzt geht die Karosse gleich zum Lacker. Am nächsten Tag.
Wir sind jetzt mit allem durch. Der Motor wurde, wie ihr gerade gesehen habt, noch mit Trockeneis gestrahlt, damit er auch sauber ist. Auf jeden Fall vielen Dank ans ganze Team von Strahlwerk Deluxe, dass ich hier sein konnte, das alles mitfilmen konnte und ihr habt echt richtig gute Arbeit geleistet. Ja, es hat natürlich auch mit dir Spaß gemacht, Mathis. Also bei uns war es auch neu, dass jemand uns hier, sag mal, eine Woche lang begleitet. Wir haben noch viele andere Sachen gemacht. Wir waren noch beim Probot für Edelweiß-Custom, haben wir noch so einen kleinen Roadtrip noch gemacht. Wir wollten gestern zum Chromecast gehen, auch Freunde von uns. Ging leider, hat leider nicht ganz so funktioniert, also von uns, unserer Seite her. Und dann waren gestern noch Fahrradfahren hier auf den Trails rund um Bösneck. Ja, hier gibt es richtig gute Mountainbike-Strecken. Das ist echt nicht schlecht. Jeden Fall. Also, ja, also immer gern wieder. War geil mit dir. Praktikum bestanden. Vorteile gut. Praktikant des Monats, wurde schon gesagt. Nee, also wirklich mega geil, immer wieder gern. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder so, könnt ihr auch kommentieren bei Mathis in den Videos. Wir tun das auch gerne mit beantworten oder wenn irgendwas und. Also, ja, super. Alles gut. Die Seite von Strahlwerk verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, jetzt geht's für mich nach Hause. Also bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und macht's gut. Ciao.